Wir melden uns jetzt von unserer quasi drittletzten Etappe wieder. Wir laufen heute nach Asura. Ja, sie. Und sind heute Morgen in Palas de Rei gestartet. Ja, landschaftlich wirklich sehr, sehr schön. Also drumherum hier sind einige kleinere Höfe und kleinere Anhöhen. Es ist jetzt nicht so hügelig wie die Etappe davor von Porto Marin aus, aber wirklich sehr, sehr schön und wir haben auch tatsächlich wieder Glück mit dem Wetter. Ja. Wir können hier morgens schon im T-Shirt laufen und ja. Ja, gestern Abend war schön. Wir haben eine riesen Pizza gegessen, Wein getrunken, Bier auch getrunken. Und ja, weil wir mit der Unterkunft ja jetzt immer gespart haben, weil wir immer in den Bergen gehen, weil wir dann mal auswärts essen. Das hat uns gut getan. Mhm. Und dann haben wir gut geschlafen. Und heute trotzdem spät gestartet irgendwie, weil wir halt wirklich keinen Wecker gestellt haben. Mhm. Und heute liegen 30 Kilometer vor uns. Das wird nochmal nicht ohne. Mhm. Ja, aber ich sag mal so. Wir schaffen das. Das ist gut. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Klasse. Ja, wir schaffen das auf jeden Fall und sind da wirklich guter Dinge. Ich muss sagen, heute Morgen hat es ein ganz kleines bisschen tatsächlich erstmal mein linker Fuß so unten auf dem Fußbett so ein bisschen wehgetan oder halt hat sich angefühlt wie so eine, musst du sagen. Hat sich einfach nicht so gut angefühlt. Habe ich dann jetzt ein, zwei Mal massiert und das war ganz gut. Also jetzt ist auch wieder alles soweit in Ordnung. Und ja, wir machen uns jetzt. Und wir halten heute noch in einem Ort an, in Milide, ist der Name des Ortes, genau. Und dort gibt es eine typische Speise, also auch eine Fischspeise. Das ist aber kein Oktopus, sondern sowas Ähnliches. Den Hinweis hat meine Mutter mir gegeben und da werden wir dann nachher mal eine Kleinigkeit essen und einkehren. Und müssen aber dann trotzdem uns ranhalten, dass wir da heute Abend noch in Asura ankommen. Genau. Ja, genau. Ich hatte gestern ziemlich Fußprobleme, habe da auch öfters massiert. Jetzt geht es bei mir besser. Jetzt hast du es halt. Ja, aber es geht schon. Aber ist normal. Wie gesagt, ich meine, nach so langer Zeit. Mal einen Tag wieder gelaufen und, oder was heißt mal einen Tag wieder gelaufen, einen Tag ein bisschen mehr gelaufen oder auch ein bisschen länger. Ja. Dann hat man es halt einfach manchmal. Aber es ist schon unglaublich. Also der Weg hier ist wirklich sehr, sehr schön und man sieht es ja auch. Hier ist so eine Allee. Also es geht jetzt wieder so ein bisschen ins Dunkle, ins Schattige rein, aber landschaftlich einfach schön, weil es so abwechslungsreich ist und das sieht man dann immer wieder hier und das genießt man dann auch. Ne? Auf jeden Fall. Genau. So, dann hoffen wir mal, dass wir heute noch ankommen und ich meine, quatschen können wir ja. Jetzt müssen wir auch wieder mal ein bisschen mehr laufen. Wir haben nämlich heute Morgen haben uns noch im Supermarkt eine Kleinigkeit zum Frühstück geholt und irgendwie geht ja dann doch viel Zeit drauf. Und wenn man dann erst gegen 9 startet, ist es streng genommen eigentlich bei gutem Wetter zu spät. Naja, in diesem Sinne. Back to the roots. Genau. Okay. So, das ist jetzt hier das bekannte Pulpo. Sehr typisch galicisch. Und der Yannick wird jetzt einfach mal probieren. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Komm, wir sind. Schmeckt. Das ist schön. Und hier sind wir auch in einem sehr bekannten und typischen Restaurant dafür. Und jetzt habe ich tatsächlich gerade den Namen des Restaurants vergessen. Ezequiel. Ezequiel. Ja. Genau. Und das Pulpo. Ist dann das Pulpo, genau. Ich werde es auch mal probieren.